Dazu wird einiges diskutiert. Wir haben ein ordentliches Programm vor uns, zu dem ich Ihnen gleich auch noch was sagen möchte. Mein Name ist Minu Amirsehi. Ich bin Fernsehjournalistin in der ARD und werde Sie heute durch den Tag führen. Das wollte ich ohnehin Sie auch fragen, Frau Lang. Wie ist denn das bei Ihnen? Also wie ist die Zukunft oder wie ist es überhaupt mit den Langzeitarbeitslosen dann weiter? Gut, jetzt machen wir doch ein Foto. Und dann wollten ja noch schnell, die Minister muss ja schnell weg, aber die Standortvertreter wollten ja noch mit aufs Foto. Wenn die jetzt noch schnell kommen würden, geht das, ja? Dann kommen Sie noch schnell. Sie können, brauchen Sie so noch ein Foto oder reicht Ihnen? Wo können Sie noch, Sie will nur die Tasche abgeben, das Geschenk, ja. Ja, ja, ich gebe dir also jetzt schon mal die Sachen. Ne, die Kleineren nach vorne und die Damen nach vorne, sagen wir schon mal gleich, ja, damit der Fotograf sich freut. Ich habe gelesen, im schwedischen und norwegischen Duden gibt es das Verb Wallraffe. Das heißt, ja, Wallraffen heißt das auf Deutsch. Also ich Wallraffe, du Wallraffst, er, sie, es Wallraffst. Das finde ich ja wirklich interessant. Also Sie sind da so berühmt, wollen Sie da direkt schon mal was zu sagen? Meine Frage kann ich schon gar nicht mehr zu Ende stellen, aber bitte. Ich behalte das Mikro. Okay. Wissen Sie, ich bin die Reporterin heute und so machen wir das. Ja, das war schon lange her, als ich hier noch mit dem Rücken zur Wand stand und als halbkriminell abgehandelt wurde wegen der Methode, der Verwerfchen-Methode. Da hatte ich in Schweden schon eine ziemliche Akzeptanz. Ihren Investigativjournalismus, ich denke, jeder Journalist, jede Journalistin kennt den auch heute noch. Aber was hat sich denn im Laufe der Zeit geändert bei dieser Wallraff-Methode, so möchte ich es mal nennen? Ich würde sagen, es ist schon eine gewisse Akzeptanz, auch weil wir in einem Rechtsstaat leben. Ja, es ist auch so, dass... Erstmal ein kleiner Applaus für Sie. Vielen Dank, Herr Buschkowski, für die Ausführung. Ich möchte erstmal herzlich willkommen. Ich möchte erstmal die Podiumsteilnehmerinnen auch begrüßen. Mein Name ist Minu Amirsehi. Ich bin ARD-Journalistin und werde heute durch den Abend führen. Auch Sie können nachher sich zu Wort melden. Da sind wir auch sehr gespannt. Aber erstmal, Herr Buschkowski, haben Sie das Buch geschrieben, damit Sie gehört werden? Oder was war Ihre Motivation, jetzt gerade zum Ende Ihrer Amtszeit dieses Buch zu schreiben? Was halten Sie denn von der Forderung, Hartz-IV-Empfänger das Geld zu streichen bei Schulschwänzern? Vielen Dank. So, jetzt ist der Herr dran. Bitte, ich bitte alle, sich vorzustellen, vielleicht auch Funktionen oder was sie machen. Die Dame in Grau wäre jetzt dran. Der Herr möchte auch kurz etwas sagen, bitte. Aber kurz. Bitte. Also man sollte ab und zu auch Männer sprechen lassen. Ja, ich lasse auch Männer sprechen. So ist es nicht. Oh, Dankeschön. Männerfeindlich hier bezeichnen. Ach, das war ein sehr schönes Schlusswort auch. Und wir machen auch die Schlussrunde.